Hi, ich bin Julian, aka The Franklin. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie 20.000 Kalorien in 24 Stunden essen. Ich hab's geschafft, Leute, ich hab's geschafft. In 7 Tagen mit dem Fahrrad einmal durch Deutschland fahren oder 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß gehen. Es war ein absoluter Albtraum, diese Challenge. Das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Oder irgendeine von den anderen Challenges, Selbstexperimenten, die ich auf dem Kanal schon gemacht habe. Ich befinde mich hier gerade in den USA und werde gleich anfangen, 4 Wochen jede Mahlzeit nur von McDonald's zu essen. Aber wie komme ich auf so eine dumme Idee, sowas zu machen? Dumme Ideen habe ich schon einige gehabt, aber vor etwa einem Jahr im Stream auf Twitch ist so ein bisschen die Idee gewachsen, wie das laufen würde, wenn man Super Size Me, das ist eine Dokumentation von 2004, wo ein Typ einen Monat nur McDonald's gegessen hat und am Ende 12 Kilo zugenommen hat und seine Blutwerte katastrophal geworden sind. Ich habe mich aber gefragt, was würde passieren, wenn man das heute macht? In einem Zeitalter, wo das McDonald's-Logo weg von rot hin zu grün geht, man versucht mehr Salate und vegane und vegetarische Sachen zu verkaufen. Bevor ich aber einen kompletten Monat McDonald's esse, wollte ich erstmal eine Woche McDonald's essen, das habe ich Anfang des Jahres gemacht und bei 25.000 Likes habe ich gesagt, mache ich das einen Monat. Das heißt, das Selbstexperiment kommt, wenn dieses Video 25.000 Daumen nach oben hat. Bruder, aber dieses andere dicke F für den gefallenen Bruder. Wenn ich auf dem Kanal sage, ich mache was, dann mache ich das auch. Also kommt das Selbstexperiment namens Magmaton. Und zu Beginn des Experiments möchte ich euch natürlich noch auf jeden Fall sagen, dass dieses Video hier nicht von McDonald's bezahlt ist, nicht in Zusammenarbeit mit McDonald's entstanden ist und ich abseits von einer Handvoll YouTube-Videos im Jahr auch nie bei McDonald's esse. Ich würde jedes Mal einen guten Burger aus einem Restaurant jedem McDonald's-Burger bevorzugen. Für mich ist das kein Essen, sondern einfach nur trashiger Fastfood. Sorry McDonald's, aber das ist meine Meinung. Das gleiche gilt natürlich auch für fast alle anderen Fastfood-Ketten. Nun aber, meine Damen und Herren, zu den Regeln. Der Magmaton findet 4 Wochen statt. Sollte ich alle 4 Wochen durchstehen und nicht abbrechen müssen, findet die erste Woche in den USA statt, die zweite Woche in Europa, die dritte Woche in Japan und die vierte Woche nur in Deutschland. Nach der vierten Woche und den Nachher-Blutwerten beginnt das Folgeprojekt und zwar der Magmaton Reverse. Da werde ich dann 4 Wochen so gesund wie möglich essen, jeden Tag Eisbaden, Ausdauersport und machen. Und da schauen wir dann, inwiefern sich gesunde Ernährung lohnt und ob ich es geschafft habe, mit dem gesunden Monat den ungesunden McDonald's-Monat wieder auszugleichen. Ich versuche, alle Parameter in meinem Leben genau gleich zu lassen wie vor dem Experiment. Ich nehme täglich 2 Kapseln Alpha Man von MyProtein, womit mein Körper schon mal so eine Grunddosis an Vitaminen und Mineralstoffen bekommt. Dazu 2 Kapseln The Joint, ein Premium-Gelenkkomplex sowie 1500 Milligramm Omega-3. Und wenn du dir Proteinpulver oder andere Supplements kaufen möchtest, dann mach das gerne bei MyProtein über den Link in der Videobeschreibung. Denn am 25.11. findet dort der Black Friday Sale statt und ihr könnt mit dem Code Franklin maximal sparen, also deckt euch da gerne mit Kreatin oder Whey und Co. ein. Proteinshakes und sowas sind aber natürlich verboten, weil die schon zu sehr Nahrungsersatz wären, also nur Vitaminpräparate und sowas. Ich gehe weiterhin 2 bis 5 Mal pro Woche jeweils eine Stunde zum Sport. Ich esse genauso wie davor, einfach intuitiv, so wie ich gerade Hunger habe und wo ich gerade Lust drauf habe. Um herauszufinden, was sich ändern wird, wurde mir natürlich vor dem Experiment erstmal Blut abgenommen in den USA, sowie mein Blutdruck und Gewicht gemessen. Zu den Blutwerten kommen wir nachher noch. Meine Vorherform könnt ihr hier schon mal sehen. Ich starte mit einem Gewicht von 91,7 Kilo und dieser Form und den Blutwerten gehen sowieso schon 3 Wochen USA-Aufenthalt mit einigen Fastfood-Challenges und vielen Videodrehs voraus, die meine Vorher-Blutwerte wahrscheinlich eh schon ein bisschen ins Negative gerückt haben. Und jetzt starten wir auch direkt mit der ersten Bestellung. Und wir haben Dienstag, den 18. Oktober. Es ist 12 Uhr. Ich befinde mich in Los Angeles, USA, vor dem ältesten noch offenen McDonald's der Welt, der 1953 eröffnet wurde. Und hier beginnen wir den absoluten Wahnsinn von einem Monat nur McDonald's essen, Leute. Das Wetter ist wunderschön, die Laune ist noch gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Gehen wir rein, machen wir die erste Bestellung des Monats. Hello, I would like to get a Big Mac with a Diet Coke, please. And one crispy chicken sandwich, please. And I think that's it. Und die erste Bestellung des Monats ist ein Mac-Menü. Das kommt mit einer mittleren Pommes in meinem Fall. Und natürlich dem Burger, woran man denkt, wenn man an McDonald's denkt. Und zwar dem sogenannten Big Mac. Okay, da denkt mittlerweile auch der ein oder andere dran an den Ex-Mod von Monte. Ruhe in Frieden, Big Mac. Dazu gibt es für mich eine Diet Coke. Das ist bei uns im Endeffekt Coke Zero oder Coke Light. Ein lustiger Fakt beim Big Mac ist schon mal, dass der hier knapp 50 Kalorien mehr hat als bei uns in Deutschland. Also irgendwas muss hier schon mal anders sein als beim deutschen Big Mac. Danach gibt es mir noch so ein Spicy Crispy Chicken Sandwich. Das geht's bei uns nämlich nicht. Wir werden uns die kommenden Tage durch das ganze Sortiment hier in den USA durchschlemmen. Optisch gesehen ist der schon mal echt ganz nice. Schaut ansatzweise aus wie auf der Werbung. Auf einen guten Monat, Leute. Mahlzeit.
Ich glaube, die mehr Kalorien kommen durch die Soße. Man kennt ihn, den klassischen Big Mac-Geschmack. Er ist unvergleichlich und wenn ich euch nur Big Mac sage, habt ihr schon diesen Geschmack im Mund. Der Schmelzkäse, die Zwiebeln, das Fleisch, das eigentlich nach nichts schmeckt. Und die perfekte Ergänzung, die man nicht zu lange liegen lassen sollte, das sind diese Pommes. Mm. Oh ja, wow. Die sind hot. Und die Preise, die man hier 1953 gezahlt hat, haben mich genauso überrascht wie das hier. Ein Burger hat hier damals teilweise nur 15 Cent gekostet. Ich blende euch mal die Preisliste ein, was man hier 1953 vor 69 Jahren gezahlt hat. Da war natürlich das ganze Preisniveau durch die Inflation noch was anderes. Meine jetzige Bestellung hat mich knapp 15 Euro gekostet. Mittlere Pommes Big Mac verdrückt. Hunger ist aber genauso geblieben wie davor. Dafür habe ich jetzt knapp 1000 Kalorien in mir drin, bin aber 0,0 satt. Deswegen gibt es noch so ein Crispy Chicken Sandwich. Sehr liebevoll belegt, würde ich mal sagen, ne? Ich würde mal sagen, das ist ein Hähnchenbrustschnitzel mit zwei sauren Gurken, gepackt in einem Brioche-Band, was in Fett ist. Ich bin gespannt, ob mir der ganze Spaß jetzt im Hals raushängt. Wow, das Brocken. Ich habe hier schon einige Soßen bekommen. Vielleicht muss man die da drauf machen. Ketchup. Oh, ein Like. Der ist für euch. Lasst mal ein Like da auf dem Video. Für den Spaß, da will ich auf jeden Fall ein paar Likes sehen, Digga. Dass ich mir einfach meinen Körper hier in einem Monat so zerstöre. Ich verdrücke das kurz und dann zeige ich euch mal kurz die Filiale. Die sind nämlich echt krass. So, verdrückt und ich fange an zu schwitzen. Das ist auch die erste Reaktion von einem einigermaßen guten Stoffwechsel. Dass der Körper diese ganzen Kalorien in Wärme umwandelt. Möchte. Mir ist richtig heiß. Unter meinem T-Shirt bin ich schon recht feucht. Jetzt zeige ich euch mal was, wo ihr wahrscheinlich feucht werdet. Und zwar bei diesem kleinen Museum, was man hier sieht. Wenn ein paar kleine Kinder dabei sind, Achtung, gleich wird's gruselig. Schaut euch mal diese Puppe damals an. Das war so eins von den Maskottchen von McDonald's. Mac Tonight hieß der. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, findet ihr den gruseliger? Oder findet ihr den Kollegen hier gruseliger? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde ihn da drüben ehrlich gesagt schlimmer. Was ich aber hier in dem Museum am allercoolsten finde, ist das hier. Und zwar ist das der originale Multimixer von dem eigentlichen Gründer von McDonald's. Von dem Herrn hier, Ray A. Croc. 6,5 Stunden später. Wir haben 16 Uhr, also einige Stunden später. Das Zeug ist mittlerweile verdaut und ich habe ein richtiges Tief. Ich bin richtig, richtig müde. Es hat mich 0,0 gesättigt. Es sind 1340 Kalorien, die schon in mir drin sind. Das heißt, wenn ich das gleiche zum Abend nochmal esse, dann gehe ich schon plus minus auf 0 raus. Und wenn ich nur ein bisschen mehr esse, dann nehme ich schon zu. Das sind eine Menge Kalorien, die sättigen 0, die haben keine Nährstoffe, überhaupt nichts. Und wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum McDonald's, denn ich brauche was, um wach zu werden. Hello, can I get an iced coffee, please? Medium, please. And is it without sugar? I'm sorry? Is it without sugar? You can get it without sugar. Without sugar, please. Okay, please. Did you want it just plain with no liquid sugar? Yes. Wenn man hier einen Kaffee bestellt, muss man extra dazu sagen, dass man keinen Zucker rein möchte. Da stand Liquid Sugar. Liquid Sugar, flüssiger Zucker rein. Der Sinn dieses Experiments ist es ja der. Ich lebe mein Leben ganz normal weiter wie davor auch. Das Einzige, was ich ändere, ist, dass ich McDonald's zu mir nehme, anstatt alles andere, was ich sonst esse. Ich esse kein Obst in der Früh, ich esse McDonald's in der Früh. Ich trinke keinen Proteinshake, ich esse McDonald's nach dem Training. Ich gehe nicht einen schönen Döner essen, ich gehe McDonald's essen. Und alle anderen Konstanten in meinem Leben sollen ja genau haargleich bleiben wie davor, damit man auch den Unterschied sieht, was der ausmacht. Wenn ich mich jetzt genauso ernähre wie davor und von heute auf morgen einfach mit Sport aufhöre, ist klar, dass auch alle Werte schlechter werden, wenn ich keinen Sport mehr mache. Deswegen mache ich zum Beispiel auch Sport weiter und packe es jetzt auf ins Fitnessstudio. Weil ich aber von dem Essen vorhin super müde bin, haue ich mir einen Kaffee rein. Und das ist zum Beispiel schon ein Ding, was ich merke. Ich bin normalerweise nie müde. Ich habe nie ein Mittagstief, seit Jahren nicht. Ich bin den ganzen Tag über, habe ich konstant Energie und brauche sowas nicht. Das liegt an den Kohlenhydraten, an dem vielen Zucker, der in dem Brot drin ist und der macht dann einfach träge. Aber dass man jetzt hier beim Kaffee dazu sagen muss, dass man extra keinen flüssigen Zucker rein möchte, das finde ich schon wieder sehr amerikanisch. Das ist jetzt mein Pre-Workout-Drink. Ich kann das alles nicht glauben, Digga. Das ist einfach alles in der Simulation. Wir leben in der Simulation. Ihr seid alle NPCs. Auf geht's ins Training. Baby girl, love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl, love my bob and I like me too. 19:50 Uhr, Leute, und es gibt mein erstes Abendessen, was ich hier bestellt habe. Wir fangen mit einem Burger an, den ich mir sehr gewünscht habe, weil der zumindest online sehr geil aussah. Und was auch geil ausschaut, ist, finde ich, diese Kulisse von der Filiale hier in der Nacht. Ich habe mittlerweile auch wieder einen Kohldampf. Das Training war jetzt nicht ganz so der Hit, aber geht schon. Ah, okay. Wir machen halt einen Monat McDonald's, ne? Wir haben hier den sogenannten McDouble. Ich blende euch mal kurz ein, wie der online aussah. Und so schaut der in echt aus. Also das ist ja mal endlich kranke Enttäuschung. Schmeckt aber dafür nicht so schlecht. Kann man essen. Außerdem habe ich mir einen Deluxe Crispy Chicken bestellt. Das hier ist quasi der Burger, den wir heute früh hatten. Nur in Deluxe-Version mit Käse und mit noch ein bisschen Gemüse drauf und einer würzigen Soße. Also heute früh hat mir auf jeden Fall hier ein bisschen Grünzeug gefehlt. Bruder, wenn da ein bisschen Grünzeug drauf ist, dann kommt der ganz, ganz, ganz anders. Boah, Digga, mit der Schale.
scharfen Soße, die ist so leicht sauer und scharf. Mmh, der kommt sogar ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Und hier haben wir die Perversität der Amerikaner, was es nur hier gibt auch. Und zwar den Quarterhouse-Burger, glaube ich, ne? Bitte. Alter Schwede, Junge! Was hat denn der für ein Gedächtnis? Water Pounder with Cheese Deluxe. Quasi ein dickeres Fleisch-Patty als die anderen Burger. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Der schaut ja eigentlich ganz gut aus. Und ich muss sagen, der Burger, der ist tatsächlich recht geil. Ich würde mal sagen, Franklin, der kritische Boss, oder? Ich beiß in ein McDonalds-Produkt rein und meine Bewertung. Oh ja, der ist tatsächlich recht geil. Das liegt einfach daran, dass meine Erwartungen bei McDonalds wirklich jedes Mal so weit unten sind und es wirklich schwer ist, das zu enttäuschen und die Produkte von McDonalds mit Zucker, Fett und Salz vollgeladen sind, was für den menschlichen Körper pure Energie ist und fürs menschliche Hirn wie eine Droge funktioniert und sich deswegen das dann halt eher so anfühlt, als würde das gut schmecken. Verstehe. Ein richtiger amerikanischer Burger, der ist super beliebt bei den Amis. Bisschen viel Mayo drauf. Das ist mein Abendessen. Damit komme ich heute auf 3000 Kalorien. Ich bin kein einziges Mal satt gewesen heute. Fehlen nur noch 27 weitere Tage. Der erste Tag ist also geschafft. Aber wie sahen meine Blutwerte zu Start des Experiments aus und war ich überhaupt fit genug, um das Experiment zu beginnen? Und hierfür habe ich mir einen Experten zu Rat gezogen. Und zwar den Arzt und Akademieleiter und auch YouTuber Timo Osterhaus, der sogar auch schon ein Buch über Blutwerte geschrieben hat, was ihr euch über den Link in der Videobeschreibung vorbestellen könnt. Und er hat sogar in meinen vorher Blutwerten gesehen, dass ich zu dem Zeitpunkt der Blutabnahme noch nicht mal ganz gesund war. Ich musste das ganze Experiment nämlich um einen Tag sogar verschieben, weil ich die komplette Woche davor schwer erkältet war und dementsprechend auch flach lag. Man sieht, du warst wahrscheinlich erkältet, krank oder irgendwas kurz davor, weil deine weißen Blutkörperchen sind sehr low mit 2,9. Normalerweise bin ich eigentlich ein Mensch, der nie krank wird. Ich bin einmal dieses Jahr noch krank geworden, habe ich Corona bekommen. Und ja, ich war genau davor, wie du schon richtig gesehen hast, eine Woche flach gelegen. Ich wollte natürlich wissen, ob ich fit bin und ob es irgendwelche Defizite gibt. Und die gab es sogar in einem Bereich. Was würdest du schätzen, wie viel Gramm Protein isst du so am Tag? 150. Spannend ist, du hast einen Proteinmangel. Ist so bei 7, ist so ein bisschen der Cut-Off, wenn man sich das von der gesundheitsganzheitlichen Medizin anschaut und du bist bei 6,7. Leber ist bei dir definitiv auch kein Problem. Also grundsätzlich, wie gesagt, sieht man, dass organtechnisch und Co. alles vollkommen fein ist. Wir haben eigentlich keine Krankheit vorliegen, wir haben keine wirklichen Probleme vorliegen. Es gibt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Optimierung, aber grundsätzlich vollkommen fein. Ich bin selber ja gespannt, was sich jetzt so in den nächsten 4 Wochen dann verändert und dann auch auf die Werte danach. Und auch, was sich dann die 4 Wochen danach letzten Endes wieder entwickelt. Also von daher hast du auf jeden Fall grünes Licht. Ich bin also zum Start ein fitter, gesunder Mensch. Viel interessanter werden dir die Werte in 4 Wochen. Wir haben 22:30 und es ist der zweite Tag. Mir geht's mittlerweile auch wieder gut. Gestern Abend hatte ich noch ein bisschen Kopfschmerzen und ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Ich hatte irgendwie keinen Appetit mehr. Ich war aber irgendwie auch nicht richtig satt. Ich habe mich einfach so richtig unbefriedigt gefühlt. Das weiß ich, wie Sophia sich immer fühlt. Und ich bin gerade zu Fuß auf dem Weg zu meinem Frühstück heute. Das, was ich schon mal sehr geil in den USA finde, ist, dass es hier das McDonald's-Frühstück bis 11 Uhr gibt und nicht so wie bei uns bis um 10. Ich finde, eigentlich sollte es das ganzen Tag über geben. Und an dem heutigen Tag werde ich euch mal die schockierende Wahrheit über das McDonald's-Menü in den USA beibringen. Aber zuerst gehen wir durch diese wunderschöne Nachbarschaft hier bei dem besten Wetter. Denn es wird heute einfach 30 Grad warm. Der beste Tag der Woche. Und da kann man auch mal 1 Kilometer zu McDonald's zu Fuß gehen. Wir starten den Tag mit einem Sausage Biscuit, einem Egg Muffin, darauf freue ich mich am meisten. Das Egg Muffin kommt im Menü mit so einem Hash Brown und dazu gibt es natürlich einen Kaffee. So ein Egg McMuffin schaut dann in etwa so aus, man hat hier Brot mit Schmelzkäse, ein Ei und hier nochmal Schweineschinken da drauf, glaube ich. Auf dem Frühstücksmenü gibt es auch noch so Sachen wie Pancakes oder ein Oatmeal, die waren aber jetzt gerade schon ausverkauft, die werden wir die Tage aber auch noch probieren, würde ich sagen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, geht eigentlich einigermaßen klar. Wir haben ein Ei drin, Eier haben Eiweiß, gesunde Fette, es ist doch eher eine gesündere Sache. Wahrscheinlich, wobei es weit weg von gesund ist. Was die mit diesen Hashbrowns haben, das habe ich selber noch nicht ganz verstanden. Das ist ein Kartoffelpuffer oder wie man uns in Bayern sagt, Reibadachi. Liebe Grüße aus den USA an alle Bayern. Und der schmeckt ja super langweilig. Ganz eklig hört sich aber das hier für mich an. Sausage Biscuit. Hier hat man so ein Brot wieder und dann hier so ein Patty, was glaube ich so eine Wurst sein soll in Patty-Form. Und dieses Brot hat so ein bisschen was Blätterteigmäßiges. Ist nicht mal eine Spur von irgendwas lebhaft drin. Thank you.
Boah, ist das eklig. Jeder von meinen Abonnenten, die mich verfolgen, wissen, wie meine Einstellung zu Fleisch ist. Ich selber versuche, weniger Fleisch zu essen und wenn, dann wirklich gute Qualität. Also genau das Gegenteil von dem, was ich hier mache. Deswegen fällt mir das auch ein bisschen schwer. Und als ich schon mal eine Woche nur McDonald's in Deutschland gegessen habe, habe ich sehr oft den veganen Burger gegessen. Wieso das hier aber nicht funktionieren wird, werde ich euch gleich sagen. Verdrückt und es wird Zeit, dass wir mal gemeinsam auf die Frühstückskarte schauen. Das Frühstück in den USA besteht nur aus Egg Muffins, Sausage Muffins, Sausage Biscuits with Egg, Sausage McGriddles, Big Breakfast, Hot Cakes, das sind die Pancakes, die wir noch bestellen werden, ein Sausage Burrito, Hash Browns und Fruit und Maple Oatmeal. Wenn ihr an die USA denkt, stellt ihr euch bestimmt ein ultra krasses Sortiment vor und bestimmt viel mehr Sachen als in Deutschland. Nur mal so, in den USA gibt es 15 Burger, in Deutschland gibt es mindestens 17. Und wenn wir mal gemeinsam hier durch die Kategorien schauen, sieht man auch, dass eine Sache fehlt, die es zum Beispiel in Deutschland auch gibt. Wraps und Salate. Es gibt hier keine Salate. Es gibt hier keine Wraps. Und auch wenn wir die Burger durchschauen, fällt einem auch eine Sache auf. Es sind deutlich weniger und es gibt keinen vegetarischen Burger. Das ist eine Frechheit. Es gibt noch eine eigene Kategorie mit Chicken- und Fisch-Sandwiches. Da sind nochmal dann die Chicken- und Fisch-Sandwiches dabei, aber auch hier nichts Vegetarisches. Digga, was ist das? Es gibt natürlich noch die Kaffeeabteilung, die Bakeryabteilung und die Sweets and Treats, wo sich dann natürlich auch nochmal so Sachen wie Eis befinden oder auch Strawberry Milkshakes, Vanilla Milkshakes werden wir auch noch probieren, McSunday etc. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht gibt es ja in der Kategorie Fries und Sides noch ein bisschen was Gesundes und ja, da befindet sich die einzige gesunde Sache auf der ganzen Karte bei McDonald's USA, die sogenannten Apple Slices. Hier haben wir einfach nur ein paar kleine Scheiben Äpfelchen und das war es dann auch an gesunden Sachen hier in den USA. Also das ist wirklich krass. Warte, eine Sache habe ich ja noch ganz vergessen. Die Kategorie Beverages hat natürlich auch noch was Nices und zwar Hi-C Orange Lava Bass und Strawberry Banana Smoothie Mango Pineapple Smoothie. Die haben aber 200 Kalorien und man sieht es ja auch, dieses Mango Pineapple Fruit Base ist einfach nur so eine Marmelade, die mit Joghurt da reinkommt. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Die haben hier wirklich nicht mal ansatzweise irgendwas Gesundes. Aber haben die Amis einfach so einen krassen Hass auf Veganer oder warum ist das Ganze? Es liegt daran, dass die Amis einfach keinen Bock haben, vegan sich zu ernähren oder vegetarisch. Es gab den sogenannten McPlant, den habe ich auch in einem meiner letzten Videos probiert. Und als der hier eingeführt wurde, wurde der durchschnittlich 20 Mal am Tag pro Laden bestellt. Und der hätte mindestens 3 Mal so häufig bestellt werden müssen, dass sich das für McDonald's überhaupt rentiert. Die haben den also einfach nicht angenommen. Mit den Salaten sieht es ähnlich aus, die würden sich einfach sowas hier nicht bestellen. Das heißt, es kann gut sein, dass diese Woche für mich die ungesündeste Woche des Experiments wird. Guck mal da, Digga. Giftgrünes Auto, dicker Schriftzug. Oh. Certified MILF Lover. Kommt auch gut auf dem Lambo. Digga, was ein Ehrenmann. Das ist doch mal eine geile Location, um McDonald's zu essen. Hier haben wir einen Mango Smoothie in Small. Der schmeckt tatsächlich ziemlich, ziemlich geil. Er war gerade eben noch kühler, also der besteht zwar nur aus Zucker, aber schmeckt gut. Und wie vorhin schon gesagt, der hat nichts mit gesund oder so zu tun. Als kleines Pausenbrot mittags habe ich mir hier einen Triple Cheeseburger geholt. Ich weiß gar nicht, ob es den auch in Deutschland gibt mit Triple. Ich glaube, wir haben nur Double in Deutschland. Dreifachfleisch. Außerdem das erste Mal hier 2 so Apfeltaschen. Als ich eine Woche McDonald's in Deutschland gemacht habe, da habe ich mich sehr aufgeregt über die Dinger, weil die komplett überteuert sind. Diese wunderschöne Apfeltüte, die ich nicht vermissen werde. Einfach komplett überteuerter Scheißdreck, Alter. Hier sind die sogar noch abgeschält. Wow, schmeckt der künstlich. Wow. Wir haben nur das Innere vom Apfel und nicht mal mehr die Schale. Wenn ich die ganze Packung zusammenzähle, komme ich ungefähr auf einen viertelten Apfel, den ich mit einer Packung für 2 Dollar erworben habe. McDonald's weiß, wie man Geld verdient. Ich glaube, die haben allein dieses Jahr über 7 Milliarden US-Dollar an Gewinn gemacht. Gewinn. Das ist das, was nach Kosten übrig bleibt, ne? Läuft bei denen. Den Burger lasse ich mir schmecken und das, was ich auf jeden Fall genießen kann, ist das Wetter und das wunderschöne Meer, Alter. Wie aus dem Bilderbuch, würde ich mal sagen. Uhr, Leute, das zweite Abendessen des Selbstexperiments ist hier. Und eine Sache, die es nur in den USA gibt, habe ich schon in der Hand. Und zwar eine Blue Frozen Fanta. Das Ganze sieht so aus. Übrigens, hier haben die noch überall Plastikstrohhalme. Das ist sprudelige Slushy, aber schmeckt irgendwie geil, muss ich sagen. Ich glaube, die blaue Fanta gibt es in Deutschland nicht. Bevor wir jetzt hier zu den 3 Rechnungen kommen und ich euch sage, was ich für den Tag heute gezahlt habe und somit wahrscheinlich auch für einen Monat zahlen werde, zeige ich erstmal mein Abendessen. Da haben wir einmal eine mittlere Pommes. Da haben wir einmal ein McCafe Pie mit Pumpkin irgendwas, hieß der. Und wir haben den fettesten Burger, den man bei McDonald's USA bestellen kann. Den Deluxe Double Quarter Pounder with Cheese. Ich weiß mal nicht, was das heißt, aber ist auch egal. Es sitzt. Den Burger, den ich euch gestern gezeigt habe, mit doppelt Fleisch.
Das Ding schaut dann so aus und hat 1000 Kalorien in etwa. Aber der ist echt für einen McDonald's-Burger gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Das Ganze gibt es im Menü hier mit den Pommes. Die sind irgendwie die meistens frischer. Aber ich finde auch... Digga! In dieser Übung geht es darum, dass du deinen Atem ganz bewusst wahrnimmst und in die Ruhe kommst. Alles klar! Aber ich finde auch, wenn man die zum deutschen Pommes vergleicht, sind die einfach nur weiß und in den deutschen, da sind noch so ein paar braune Stellen dabei von der Schale oder so. Hier schauen die unnatürlicher aus. Wait a minute! Who are you? Das ist so ein Kuchending, was so Herbst-Spices haben soll. Und wenn man das aufmacht, haben wir hier drin so eine weiße Creme. Ach, das ist aus Kürbis, diese Creme unter anderem. Schmeckt zuerst nicht geil, aber kommt dann richtig geil. Der heutige Tag McDonald's hat mich $36.13 gekostet, was ungefähr 36,13 € entspricht. Auf eine Woche entspricht das ungefähr 252 Euro. Und bei 4 Wochen kommen wir da auf über 1000 Euro, die ich wahrscheinlich für McDonald's ausgeben werde. Die Gesamtkosten sind noch 1000-mal höher. Deswegen ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Und das ist mein Klamottensponsor Gymshark. Bei dem findet nämlich gerade der Black Friday Sale statt. Das ist der größte Sale des Jahres und ihr könnt bis zu 60% auf ausgewählte Styles sparen. Für mich sind das die besten Sportklamotten mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann sie euch also wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Klickt also auf den Link in der Videobeschreibung und gönnt euch ein neues Outfit. Und genau ab heute habt ihr die Chance, extra 20% zu sparen. Mit dem Code, den ich euch einblende. Nutzt das Ganze, das ist eine einmalige Chance und ihr bekommt die rabattierten Sachen nochmal etwas günstiger. Jetzt werde ich mir direkt den Warenkorb mit Gymshark voll machen. Danke für diese geile Werbung. Und wir sind wieder zurück, Leute. Der heutige Tag ging irgendwie deutlich leichter. Und bis jetzt kann ich das Ganze noch essen, ohne dass es mir wirklich zum Hals raushängt. Dieses äußerst gesunde Abendessen wurde mal wieder verdrückt, bevor dann der nächste Tag anstand. Und die Laune war noch ziemlich gut. Ich habe mich auf den Weg gemacht zum Frühstück. Wieder etwa 1 Kilometer zu Fuß zum McDonald's. Und diesmal habe ich mein Egg McMuffin customized, sowie ein Oatmeal und Hotcakes bestellt. Das Ganze hat dann $15 gekostet. Das finde ich sehr geil, Leute. 2 Spiegeleier drauf, anstatt einem und kein Fleisch diesmal. Das muss ich sagen, das hat McDonald's schon sehr gut gelöst, dass sie das so customizable gemacht haben und man das selber einstellen kann, wie wenn du so ein Auto dir bestellst und so, ich möchte mit Leder, ohne Leder, ich möchte mit Bacon, ohne Bacon. Schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Da kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Schmeckt wie ganz normale Eier. Die Pancakes von McDonald's, so schauen sie aus. Mit Ahornsirup drüber. Ich glaube sogar, die sind ganz gut. Die haben eine richtig schöne Konsistenz. Man macht eigentlich noch so Butter drüber, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Boah, Junge, die sind echt ziemlich gut, muss ich sagen. Die sind mega, 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 mega fluffig und aufgegangen und so richtig schön weich. Also von der Konsistenz her, der Größe, der Dicke und allem sind die sehr, sehr, sehr gut getroffen, McDonald's. Fast schon zu gut. Und eine weitere Sache, die ich noch probieren möchte, was auf den ersten Blick sehr gesund aussieht, ist ein Oatmeal. Aber hier machen die auch viel braunen Zucker rein. Probieren wir mal. Boah, das schmeckt gar nicht so gut, ne? Nach so viel Zucker. Das schmeckt sehr selbstgemacht und stabil. Ich glaube, das werde ich mir die nächsten Tage gönnen. Mit dem hier gemeinsam ist das eigentlich eine ziemlich stabile Kombi. Also so ein paar Eier in so einem Brot mit einem Oatmeal. Das wird mein Breakfast bei McDonald's. Guten Appetit. Das Frühstück des dritten Tages verdrückt. Und wenn du mit mir gemeinsam durch die McDonald's-Reise einen Monat starten möchtest, dann drück doch einfach mal jetzt den Abo-Button. Dann verpasst du nämlich die ganzen nächsten Videos nicht und wirst auch erfahren, wie viel ich am Ende zugenommen habe, meine Blutwerte sich verschlechtert haben und ob ich das Ganze überhaupt bis zum Ende schaffe, weil wir haben immerhin heute gerade mal den dritten Tag. Was losgelöst von McDonald's richtig krass ist in den USA, ist, dass man wirklich komplett alleine ist, wenn man zu Fuß geht. Das da hinten ist meine Verlobte. Ansonsten findet man hier wirklich niemanden, der hier zu Fuß geht. Das ist für die Amis wirklich so ein Fremdwort. Füße benutzen, einen Schritt vor den anderen machen. Dem aufmerksamen Zuschauer schon eine Sache aufgefallen. Ich bin schon so sehr amerikanisiert, dass die Socken in den Birkenstock fehlen. Das ist zu deutsch scheiße. Viele denken, das, was es auf der Karte bei McDonald's gibt, sei alles. Manchen von euch jedoch ist der Begriff Secret Menu schon bekannt. Doch was ist das Secret Menu? Es ist keine komplette neue Speisekarte, sondern vielmehr haben über viele Jahrzehnte McDonald's-Fans mit den Zutaten, die es bei McDonald's in verschiedenen einzelnen Produkten gibt, neue Kombinationen und somit neue Produkte kreiert, denen sie einen eigenen Namen gegeben haben. Und da würde ich sagen, testen wir heute mal eine als kleinen Nachtisch. Denn ich habe abgesehen von dem Frühstück heute noch nichts gegessen. Das hat mich tatsächlich ziemlich gut gesättigt. Und mein persönliches Lieblingsprodukt bei McDonald's ist, glaube ich, wirklich das McFlurry. Ich habe die Vermutung, dass es hier nicht ganz so nice ist wie in Deutschland, aber machen wir eine Bestellung, finden wir es heraus.
Und jetzt schaut euch das mal an. Sie sitzt neben mir und gönnt sich frisches, leckeres Partei. Und ich darf mir jetzt hier beim Drive-In, beim Mackie, was bestellen. Nächste Woche könnt ihr euch aber was gefasst machen, weil da werden richtig heftige Versuchungen auf mich warten. Und übernächste Woche, wenn es nach Tokio geht, wo ich nur hinfliege, um McDonald's zu essen, da wird's richtig heftig auch. Hi, welcome to McDonald's. How can I get started for you? Hello, can I please get a triple cheeseburger? I'm sorry, what was that? A triple cheeseburger. A cheeseburger? Triple cheeseburger. Not a double cheeseburger, a triple cheeseburger. A triple cheeseburger, okay, anything else? One crispy chicken sandwich deluxe and one apple pie McFlurry. So the McFlurries, all we have is Oreo and M&M. Das sogenannte Apple Pie McFlurry besteht aus einem warmen Apple Pie und einem McFlurry. Die Kombination macht man am besten, glaube ich, eigentlich mit Vanille. Und das Ganze heißt dann einfach Apple Pie McFlurry, aber der Kollege hier kannte das Ganze nicht. Also erstens schon mal die Verpackung von dem McFlurry hier ist ganz anders als bei uns. Da ist das McFlurry drin, das ist einfach nur ein Sahneeis mit ein bisschen Oreo drin. Man denkt immer, in den USA ist alles besser als bei uns. In Wirklichkeit sind hier aber die meisten Sachen eher schlechter als bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen. No front, wobei eigentlich full front. Die haben ja einfach nur zwei Optionen bei McFlurries. Wollen Sie McFlurry mit M&M's oder mit Oreo? Und bei uns gibt's M&M's, KitKat, Oreo, Soße, nicht Soße, Schokosoße, Vanillesoße. Allein schon, dass es hier keine Soße gibt, macht das schon viel, viel, viel schlechter. Und da kann ich es verstehen, dass die Amis kreativ werden wollen und sich dann einfach ihre Zutaten hier selber reinbasteln, wie zum Beispiel diesen Apple Pie, diesen warmen. Und den soll man jetzt anscheinend nehmen und hier einfach so ein bisschen reinlegen. Der hat so einen Weihnachtsspice drin, zimtmäßig. Das schaut jetzt so aus. Mhm. Oh ja. Oh ja. Köstlich. Aber es hat nichts mit einem McFlurry zu tun, ganz generell. Apfelkuchen mit Eis ist einfach was Nices. Die beiden Burger kennt ihr ja schon und heute war der dritte Tag und ich habe irgendwie mehr Bock als die letzten beiden Tage auf McDonald's bekommen. Ich habe erstens einen richtigen Cooldown und zweitens freue ich mich fast schon förmlich auf diese Burger. Das Zeug macht einfach süchtig. Und ich merke es jetzt schon nach 3 Tagen. Es soll uns krank machen und süchtig. Ob ich krank bin, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall geht die Sucht schon los. Unglaublich, wie ich von Tag zu Tag mehr Lust auf diesen McDonald's-Fraß bekomme. Nächster Tag, Frühstück rein und dann haben wir es auf zum legendären Walk of Fame gepackt, wo ich natürlich auch die Filiale der Goldenen Möwe besucht habe und mir dort einen schönen Big Mac rausgelassen habe, den ich auf meinem eigenen Stern gefressen habe. Ja, bei dem Anblick kann man nicht mehr von essen, da muss man von fressen reden. Am Abend wurde der Quarter Pounder genossen mit den nicht ganz so geilen Chicken Nuggets. Man will sich generell bei den Fleischprodukten gar nicht überlegen, was da eigentlich wirklich drin ist. Das Kopfkino kann ich mal nicht ganz ausschalten, deswegen schmecken mir die Dinger einfach nicht. Mehr genießen kann ich dann so Sachen wie die veganen Pommes. Und ein weiteres super gesundes Frühstück mit Kuchen, McMuffins, stand auf dem Speiseplan. Workout wurde natürlich weiterhin durchgezogen, aber ich würde lügen, wenn die Versuchung zwischendurch nicht immer wieder richtig groß war, einfach in den Kühlschrank zu greifen und mir so ein bisschen frisches Obst rauszunehmen. Außerdem ging es los, dass ich wirklich konstant richtig heftige Kopfschmerzen bekommen habe. Und ich bin auch peu à peu fauler geworden, also habe ich mir einfach McDonald's nach Hause bestellt via Uber. Das Ganze hat jetzt keine 10 Minuten gedauert. Wie schmeckt der Milkshake? Boah, Junge, richtig, richtig süß, aber richtig geil. Was gut schmecken soll, sind salzige Pommes, die irgendwie nach Fisch schmecken. Mit einem Milkshake. Oh, das kommt irgendwie ganz schön gut. Und der Crispy Chicken Deluxe Double Triple, der wird langsam wirklich zu meinem Lieblingsburger hier. In dem Sinne, guten Appetit auf den Magmaton. Wir sehen uns morgen bei einem Tag nur die beliebtesten Gerichte des Durchschnittsamerikaners bestellen. Mal schauen, wie die Amis hier essen. Uhr 8. Es ist Sonntag, der 23. Oktober und herzlich willkommen zu meinem 6. Tag des Selbstexperiments. Ich bin gut drauf, ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil es jetzt wieder zu McDonald's geht und ich meine langsam aufkommende Sucht nach mit Zucker voll gepumptem Brot und salzig-fettigen Speisen wieder stillen kann. Heute werde ich aber nicht selber bestimmen, was ich esse, sondern ich lasse quasi den Durchschnittsamerikaner bestimmen. What's most ordered? Like, what you would say is the most common breakfast order? The sausage, egg and cheese McMuffins. Gonna try that. Okay, das meistbestellte Frühstück kostet $5.39 und wir haben ein oder zwei Sausage Egg McMuffins. Ich weiß es nicht ganz genau, wir werden es gleich sehen. Wir haben das Ding, was ich immer bestellt habe, nur noch mit dieser ekligen, widerlichen Wurst da drin. Nee, Mann. Da bin ich raus. 2 Stück davon ist echt hart. Ich meine, dieses Experiment ist eh schon eklig, aber wenn man nicht mehr selber bestimmen kann, was man essen will, dann wird es noch schlimmer. Naja, keine Ausreden, ist das Motto. Ich habe mich den ganzen Bums gestellt. Wir haben jetzt Tag 6. Morgen haben wir dann 1/4 rum. Es ist unglaublich, wie unterschiedlich der Hunger ist, wenn einem was schmeckt oder nicht schmeckt. Ich
bin eigentlich schon mega voll und mir schmeckt es nicht. Heute ist auch einer der ersten Tage, wo ich keine Kopfschmerzen habe aus irgendeinem Grund, dass ich mich natürlich schon eklig fühle. Ich jetzt schon feststellen kann, dass meine Libido zurückgegangen ist, sowie meine Performance im Gym, ist klar. Ich bin gespannt, was für Folgen alle auftreten, wenn wir in der vierten Woche sind. Nächste Woche werde ich mich durch Europa schlemmen und das McDonald's-Sortiment in unseren Nachbarstaaten probieren. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Eierrübse habt? Nicht gut. Ich mache mich ready, pack's auf zum Sport, denn danach fühle ich mich noch einigermaßen wie ein normaler Mensch. Ich befinde mich im Fitnessstudio und wir haben mittlerweile 5 Stunden später. Das heißt, das Essen müsste auf jeden Fall verdaut sein. Ich war gerade pullern. Und hier befindet sich eine Waage. Ich schau mal, was ich jetzt wiege. So, wir können gleich auf Kilo umstellen. Mit Handy 94,7. Und jetzt nochmal ohne Handy. Ohne Handy 94,5. Ich habe jetzt ein bisschen Klamotten an, aber es sieht ganz so aus, als hätte ich jetzt innerhalb von den 6 Tagen auf jeden Fall schon zugenommen. Mein Startgewicht waren 91,7 Kilo. Da ist auf jeden Fall schon was draufgekommen. Trotz dieser katastrophalen Ernährung muss ich sagen, dass die Workouts immer noch einigermaßen gut liefen. Und die Lunch-Kombo, die sich die Amis am häufigsten gönnen, kostet $10,33 mit einem Softdrink, einer großen Pommes und einem Big Mac. Als Post-Workout-Meal wurde das Ganze verdrückt und jetzt habe ich noch was Kleines für euch. Wir sind zurück im Apartment und morgen geht ja schon unser Flieger zurück nach Europa, Deutschland. Und dann ist auch die eine Woche nur McDonald's Essen in den USA geschafft. Wir veranstalten ein kleines Gewinnspiel und nehmen den ganzen Koffer voll nur mit Süßigkeiten für euch mit. Mein Handgepäckskoffer ist auch nochmal komplett voll. Sophia und ich machen daheim ein paar Packages für euch, die wir euch dann zuschicken. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Daumen auf dem Video da lassen und in die Kommentare schreiben, dass ihr gewinnen wollt. Schreibt euren Instagram-Namen oder eine E-Mail-Adresse dazu, dass wir euch kontaktieren können. Zu guter Letzt müsst ihr noch Sophia und mir auf Instagram folgen. Aber das machen die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon. Passend zur Vorweihnachtszeit stellen wir dann ein paar Geschenke für euch zusammen und schicken euch das Ganze zu. So Leute, und wir haben den nächsten Tag. Ich befinde mich hier am Strand mit einer weiteren Bestellung. Gestern Abend habe ich noch was Wichtiges herausgefunden, und zwar kann man McFlurry hier doch kombinieren und sich die einzelnen Zutaten zusammenstellen. Ich hatte noch ein schönes McFlurry, aber die Kombinationen sind trotzdem weniger als in Deutschland. Wir haben Montag, den 24. Oktober. Es ist 12.52 Uhr. Hier ist noch eine Frozen Blue Fanta, 2 Apfelpäckchen und nochmal ein Deluxe Crispy Chicken. Ich muss sagen, diese Frozen Fantas, die sind schon überraschend geil, genauso wie dieser Crispy Chicken Deluxe mit der Spicy Soße. Der schmeckt mir nach 7 Tagen immer noch. Ich habe aber mittlerweile schon die ersten Verluste. Ich habe ein paar Pickel an meiner Schulter bekommen, die ziemlich sicher von der Ernährung kommen. Ich habe teilweise Kopfschmerzen, meine Libido ist zurückgegangen und ich habe ein paar Kilos anscheinend schon zugenommen. Für uns geht es jetzt auf zum Flughafen, dann geht es weiter nach Europa. Wie ich das Ganze jetzt im Flieger mache mit 12 Stunden Flug und Essen. Unter anderem steht morgen der 60. Geburtstag meiner Mutter an, wo wir schön essen gehen. Ich weiß schon, wer mit McDonald's im Restaurant auflaufen wird. Das erfahrt ihr alle nächste Woche beim nächsten Teil vom Mac-Marathon, Leute. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen da schon auf Instagram vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim Teil 2, wenn es wieder heißt, eine Woche nur McDonald's essen, quer in Europa.